We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The Hallo meine lieben Kreativen, heute mal nicht vom Basteltisch, sondern aus der freien Natur. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch heute mal mit zu einem kleinen Winterspaziergang mit meiner kleinen Pinky. Ja, die tobt sich schon hier fleißig aus im Schnee und genießt das Wetter. Endlich Schnee hier bei uns in Österreich. Ich hoffe, ihr habt auch schon Schnee und konnt euch daran erfreuen. Bei uns ist er jetzt über die Nacht wirklich kräftig runtergefallen. Also alles richtig schön weiß, wie ihr hier sehen könnt. Also die ganze Landschaft, alles schön weiß. Ich hoffe, die Bilder kann man einigermaßen erkennen und es ist nicht alles zu verschwommen bzw. zu verwackelt, sondern man hat einen schönen Rundumblick. Ja, ich habe mir gedacht, heute setze ich mich nicht auf den Tisch, weil ich euch nur ein bisschen etwas erzählen möchte. Und ein paar bewegte Bilder können da natürlich nicht schaden. Besser als wie nur meine Hände auf dem Schreibtisch. Ist sicherlich besser. Ja, meine Pinky gräbt hier fleißig schon alles um, wie ihr hier sehen könnt. Pinky. Ja. Das weiße Zeug ist ihr, glaube ich, noch nicht so ganz geheuer, aber sie hat ihren Spaß dabei. Und das ist eben das Wichtigste für mich. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch in das neue Jahr 2016 und habt es mit einem richtig schönen Knall rübergebracht, wie ich. Das Video von unserem Silvesterfeuerwerk habt ihr schon im Abspann vorne gesehen. Ja, das war heuer unser Feuerwerk, also richtig, richtig schön. Ich hoffe, das war bei euch genauso. Wir haben im kleinen Kreis gefeiert, also ein paar Verwandte und Bekannte. Ja, alles in allem gut und schön und gemütlich. Was erwartet euch auf meinem Kanal für dieses Jahr? Ja, ich habe einige Projekte für heuer geplant, die noch kommen werden. Pinky, wieso kroppst du da alles um, ha? Komm. Ja, ein paar neue Projekte, die kommen werden, habe ich geplant. Und vorab zum Beispiel eine kleine neue Gruppe ist entstanden. Und zwar Grenzgeniale YouTuber nennt sich diese Gruppe. Da möchte ich YouTuber aus allen Bereichen, sprich kreative YouTuber, Blogger, Köche und so weiter, also alles, was es so irgendwie gibt und die irgendwie vertreten sind, ja, die irgendwie vertreten sind auf YouTube, möchte ich hier ein bisschen zusammenschließen in einer Facebook-Gruppe, die sich eben nennt Grenzgeniale YouTuber. Und ja, wir werden dann gemeinsam für euch jeden Monat zu einem bestimmten Thema, das wir uns dann gemeinsam immer aussuchen, ein Video drehen und euch eben dann auch die anderen Kanäle vorstellen. Es sollen dann auch verschiedene Tags noch kommen, Partnerarbeiten, Gewinnspiele, Contest und so weiter und so fort. Also das ist wirklich alles schon in Planung. Und wir arbeiten daran. Das erste Video, kann ich euch verraten, wird es im Februar geben von der Gruppe.
Und ja, mittlerweile sind wir 15 YouTuber, die mitmachen. Falls du einen eigenen Kanal hast und auch gerne mitmachen können möchtest, dann schreib es mir einfach in die Kommentare und wir können uns auf Facebook zusammenschließen. Und ja, du kannst dann weitere Infos haben, wie das Ganze abläuft, wie es wird, wie es gemacht wird. Und ich hoffe, euch gefallen dann natürlich diese Videos. Parallel dazu gibt es auch eine Bastelgruppe. Da ist natürlich jeder herzlich willkommen. Auch die, die keinen YouTube-Kanal haben, sondern einfach nur Spaß am Kreativsein und Basteln haben. Und zwar nennt sich die Gruppe eben Grenzgenial Basteln und Kreativsein. Könnt ihr ja schon mal auf Facebook schauen und dabei treten. Da könnt ihr uns eure Werke zeigen, was ihr so macht und natürlich gegenseitiger Austausch und eben auch direkter Kontakt mit uns allen. Auch da werden sicherlich irgendwelche Gewinnspiele oder Bastelveranstaltungen und solche Sachen werden da gemeinsam auch noch gemacht. Komm, Pinky. Ja, sie bleibt überall stehen und macht alles. Und ich glaube, ich muss jetzt hier einen kleinen Cut einlegen, denn hier ist so ein kleines Pferdchen, das ihr hier sehen könnt. Und da ist Pinky schon ganz scharf drauf, dass sie da rüberkommt. Also ich stelle euch mal auf Pause. So ein wunderschönes Tier und da haben wir sogar noch ein zweites. Da ist so ein Babypferdchen. Ja, die machen genauso Geräusche wie meine Pinky. Und die steht hier ganz respektvoll und wartet auf den Abgang. Das ist ihr nicht ganz geheuer. Die Pferdchen, ja, da sucht sie irgendwie das Weite. Ja, Pinky, wo sind die Pferdal? Komm, geh mal. Ja, da hält sie richtig schön Abstand zu dem Pferdchen. Da mag sie nicht wirklich hin. Ja, letztes Mal ist sie da reingelaufen und dem Pferdchen hat das nicht wirklich so extrem gepasst. Das hat sie sich wohl gemerkt. Ja, zurück zur Gruppe. Was euch erwarten wird, wie gesagt, es gibt viele, viele, viele Sachen, die geplant sind für das nächste Jahr. Und ich hoffe, ihr bleibt meinem Kanal treu. Und ja, ich möchte mich nochmal herzlich bedanken für die ganzen zahlreichen Kommentare, die ihr immer wieder postet, für die ganzen Gefällt mir und so weiter und so fort. Durch euch gibt es ja natürlich nur meinen Kanal. Und durch euch kann er ja natürlich nur bestehen. Und ja, ich möchte da einfach wirklich mal Danke sagen. Denn ich habe gerade mal letztes Jahr im April angefangen mit meinem Kanal und jetzt seid ihr schon 73, glaube ich, das letzte Mal, wie ich gesehen habe, Abonnenten drauf. Das ist echt, echt eine Menge und das freut mich natürlich wahnsinnig, dass das so schnell gegangen ist. Ja, ich komme hier schon langsam aus der Puste. Es ist nämlich ganz schön kalt hier. Und Pinky zieht und reden, filmen, Leine halten. Gar nicht so einfach. Ich hoffe aber, das Video ist trotzdem nicht zu extrem verwackelt. Und auch der Ton passt und ihr hört mich einigermaßen. Und seht auch einigermaßen etwas. Eigentlich, ja, wollte ich nur ein Lebenszeichen von mir geben. So, meine Lieben, und ich hoffe, ihr kommt jetzt wirklich noch zahlreich in unsere YouTube-Gruppe, die eben mit den grenzgenialen YouTubern verbunden ist. Gibt es eben dazu dann die Grenzgeniales Basteln und Kreativsein-Gruppe und die ist für jedermann. Da freue ich mich irrsinnig, wenn ihr da... Pinky, komm her! Pinky, komm her! Komm her! So. Da freue ich mich natürlich, wenn ihr da alle beitretet und mit uns gemeinsam kreativ seid. Ja, ansonsten freut euch auf die nächsten Videos, die dann noch alle kommen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Denn ich packe jetzt definitiv das Handy weg. Mir ist nämlich kalt. Richtig arschkalt.
So, einen schönen Tag noch. Genießt den Schnee, falls ihr den habt. Sonst tüte ich euch den gerne ein bisschen ein und schicke euch den, wenn ihr wollt. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss.